Nicht in diesem Blut. Vorne bitte, danke. Ja, was Damage plus 5 gab es, aber das konnte ich mir auch nicht leisten. Kostet doch irgendwie 800 oder sowas. Du musst es ja auch immer bezahlen können. Diese gierigen. Kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, jetzt können wir gleich mal shoppen gehen. Da ist schon mal der Bossraum. Da ist noch mehr Geld. Jawohl, dann werden wir richtig einkaufen gehen. Ein richtig schönes Paar Schuhe kaufen, okay. Erstmal gucken, was da noch so drin ist. Regeneration? Nehme ich mal mit. Irgendwo war noch eine. Da. Noch mehr Geld. Heimlich bei der Gelegenheit nochmal. Ah, ich brauche noch einen Schlüssel. Du hast noch einen Schlüssel, hast du Schlüssel. Du hast random, so was ist das hier? Gerissen, Amania. Damage plus 3. Oh, perfekt. Oh. Night Vision, just see the place is open. Ich nehme den Lockpick. Das klingt so nach Schlüsselersatz. Und dann nehme ich mir das Geld für den nächsten Shop auf. Der hat bestimmt dann noch bessere Items. Dann haben die Über-Items. Ah, die Cobra wieder. Macht die auch irgendwas, außer hoch und runter zu gehen? Ich glaube nicht. Na, ach, fuck you. Das ist unglaublich nervig. Die Schlange ist ziemlich unspektakulär, sage ich mal. Oh. Ja, so wollte ich ausweichen. Die Grenze plus 3, ja geil. Schlange, Schlange. Ja, es war eine Schlange und keine Schnecke. Vielleicht ist es sogar eine Schlange. Weiß aber den Grafiken nicht so genau.
muss ich leider kaufen. Was machst du? Speed up. Ja klar. Geheimgänge und Zeug in der letzten Doppeletage. Gut. Ich habe Heilung dabei, ich mache halbwegs Damage, ich habe ein wenig Leben, halte ein wenig aus, aber. Die Macht eines Gottes, aber auch dafür. Ich bin jetzt nicht, ob mir das beim Boss viel bringt. Da ist schon mal der Boss. Ihn gleich durch, ja, da wäre ich vorsichtig mit solchen Äußerungen. Der Endboss hat es, glaube ich, vielleicht noch mal in sich. Ja, ich will das da oben lang, habe ich da beschlossen. Auch nicht besser. Hast du noch mal irgendwas richtig Gutes? Ja, aber das können wir alles nicht mehr leisten. Nimm mal nochmal Speed up. Was? Hier da oben noch mal, naja. Und das kostet jedes Mal 5. Ah, scheiße, ich hätte da oben. Ja, ich habe auch nur noch 9 Money. Ah. Zwischenrunden musste ich vorhin halt nicht machen, weil diese Gitarre so absurd viel Schaden rausgedonnert hat. Ah nein, das war die falsche Taste. Ich Idiot, hab die falsche Taste gedrückt. Nein, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Sag mal. Wie dumm kann man denn bitte sein? Keine Ahnung, was das macht, aber ich hab's halt. Und es kostet man. Nein, es findet auch nicht. Gut, bin gleich tot. Ich habe die falsche Taste gedrückt, das heißt, ich kann mir auch nicht nochmal voll regenerieren. Mana habe ich auch keins mehr. Und das Ding da hinten kostet 10 Mana natürlich. Weil ich richtig dumm bin und dachte, das Ding bringt irgendwas. Ja, fuck. Okay, der macht nur 5 Schaden. Oh, geht doch. Uff.
das denn überhaupt? Closed. Mir fehlt noch ein Item, das ich noch nie hatte. Okay. So, wir brauchen noch ein Wissen oder Archer. Gut. Gut. Das war ein größerer Bogen. Bogen ist wie Hubraum, je mehr, desto besser. Das ist schon mehr Bogen. Wieso gehst du da jetzt an den Rand? Was soll denn das? Ach, die Kugel rollt dann noch mal weiter. Sehr interessant. Ist ja interessant. Die Frage ist, wie bekomme ich einen C ran? Wieso ist das ein Achievement? Muss ich da ganz dumm anstellen oder? Hm. Also, das war nur die Schnecke. Das war nur die Schnecke. Ja, hier läuft er jetzt wieder bis zum Rand. Weiß der Geier, warum er das macht. Ah, jetzt bin ich jetzt wieder weg. Geil, 900. Wo sollen die jetzt denn her haben? In die Tür. Nee, das geht ja gar nicht. Also, ich weiß nicht mal, wie sie diese Ränge berechnen. Nach Zeit, nach abgeschlossenen Räumen, keine Ahnung, nach Schaden, Treffer, was weiß ich. Jetzt habe ich alle Räume gemacht, keinen Schaden und komme S-Rang. Ich habe Was war denn der Perfektionist? Double Quick, Killer, Untouchable. Hm. Weil ich habe festgestellt, Achievements sind das Wichtigste im Spiel, deswegen möchte ich jetzt möglichst viele freispielen. Ist mir klar geworden. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Achievements. Es wird in Zukunft bestimmt auch eine Währung werden. Die Anzahl des Steam-Achievements, die du in den Spielen erworben hast. Einzig verlässliche Zahlungsmittel. 10 Stunden für einen Raum gebraucht. Wohl eher für eine Etage. Sich verarschen, ein riesiger Stein und das Ding direkt nicht. Irgendwie kaputt machen wir noch. Wir haben nicht mal eine Hitbox in dem Sinne. Hallo, mehr Bogen, Junge, mehr Bogen.
mehr Bogen hat, automatisch mehr Schaden. Oh, Holy Shield hätte ich gerne, ich habe auch kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich mag nicht, wie realistisch dieses Spiel. Kann man nichts machen? Machst du nichts? Machst dann einfach nichts. Nein, hörst du wieder auf? Komm, ey. Diese scheiß Säurebahn hier vergessen. So, irgendwo lag doch noch Health rum, oder? Soll ich nicht irgendwo Health rumliegen lassen? Soll ich noch irgendwo? Nein. Die eben auch eben Help umliegen lassen. Super, dieses scheiß Säure-Dreck. Nee. War wohl immer Etage. Oh Gott, jetzt kommt natürlich der Boss. Rang B. Brauchen wir ein wenig Health? Brauchen wir ein wenig Alt? Hey, hier alt. So, was jetzt gemacht? Hat diese Bottle da gar keine Auflösung. Hat vielleicht Mana wieder hergestellt. Bringt mir nichts, hab volles Mana. Oh, oh, oh. Gehen wir vielleicht mal weg. Ja, fick dich doch. Soll ich denn da bitte schon irgendwie ausweichen? Sollte mal ein bisschen Geld in Hälfte investieren, glaube ich. Ist vielleicht ganz cool, wenn ich gleich sterben will.
Schock. Oh Gott, ob das jetzt klug war. Toll, hätte ich ja gar nicht. Nein, das war nicht klug. Scheiße. Gut.